Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Ja, seit längerer Zeit spielen wir mal wieder Super Smash Bros. Und ja, wie gesagt, es gibt jetzt ein paar Neuigkeiten. Was heißt Neuigkeiten? So neu sind die auch nicht mehr, ist schon einen Monat her mittlerweile. Aber im November ist ja der Download-Charakter Terry erschienen. Und den werden wir heute mal anzocken und den Classic-Modus mit ihm mal durchspielen. Ja, und einfach mal schauen, wie ist der so? Und ich wollte an der Stelle nochmal kurz sagen, das ist wieder ein Video fürs Gewinnspiel, also dranbleiben lohnt sich auf jeden Fall. Irgendwann im Laufe des Videos wird der nächste Buchstabe fürs Gewinnspiel erscheinen. Falls ihr jetzt neu seid und es nicht wisst, dann schaut mal 4 Videos zurück, da ist das Gewinnspiel. Da wird alles genau erklärt, wie das abläuft und da könnt ihr dann auf jeden Fall euch die Informationen holen. Schreibt bei dem Video auf jeden Fall Hashtag Abo-Special drunter. Jetzt habe ich gerade einen Versprecher gehabt. Und ja, dann seid ihr automatisch dabei. Schaut euch die Videos an, da findet ihr die Buchstaben. Die Buchstaben sind nach den Videos gesehen in einer Reihenfolge zu setzen. Und wenn alle 10, also das hatte ich bis jetzt noch nie bekannt gegeben, es sind 10 Buchstaben, wenn die hintereinander gesetzt sind, dann habt ihr noch ein paar Tage Zeit, mir das Gewinnspiel, das gesamte Wort, via Instagram, Facebook oder per E-Mail zu schicken. E-Mail müsst ihr auf jeden Fall alle haben, sonst könntet ihr gar nicht teilnehmen, weil man muss einen Account haben, um bei YouTube überhaupt einen Kommentar zu schreiben. Von daher, wie gesagt, schreibt auf jeden Fall das Lösungswort oder die Buchstaben in die Kommentare rein. Das wäre auch eigentlich nicht so gut, weil das zu einfacher macht es vielleicht anderen, die Videos dann gar nicht so lange gucken wollen. Und, der Terry lässt sich ganz gut spielen, muss ich beide erwähnen. Ah, okay, wir haben jetzt KP-Kämpfe und 3 hintereinander. Wie gesagt, seid auf jeden Fall clever. Boah, B runter ist geil. Ja, B hoch habe ich jetzt noch. Ja, okay. B hoch ist auch ganz gut, wenn man treffen will zum Retten. Naja, okay. Es geht so. Also im Großen und Ganzen lässt er sich ganz gut spielen. Die Stage jetzt für King of Fighters. Im Hintergrund ist irgendwie so ein Footballstadion, würde ich schon eher sagen. Aber trotzdem mit den, anfangen pixeligen Menschen im Hintergrund. Doch irgendwie doch schon ganz cool gemacht. Die da hinten sehen ja sowieso nichts. Ich kann höchstens auf den Monitor gucken. Ja, Rosalina Luma. Auch ein cooler Charakter. Und bam. Das ist der normale B-Move. Ja, und der killt jetzt mal eben. Der ist auch ganz okay. Richtig gut nicht, aber der ist ganz okay. Der läuft auf jeden Fall. Link und Zelda. Ja, da haben sich ja alle drei gefunden. Prismaturm, auch eine geile Stage. Im Hintergrund sieht man noch ein Iguana. Auch aus der 5. Generation. Muss ich überlegen. Pokémon gibt schon so viel. Ja, es müsste die 5. Generation sein. Also X und Y auf jeden Fall. Was in Frankreich stattgefunden hat. Und ich habe jetzt schon persönlich ein Game Freak, ein Brief geschrieben, wo es darum geht, die nächste Pokémon-Generation doch ruhig vielleicht so als, Europameisterschaft findet ja dann auch in Europa statt, dass man eventuell das Ganze so sehen könnte, dass es in Europa stattfindet. Und ja, gewisse Orte, also wie gesagt, entweder oder Italien wäre nicht schlecht, da könnte man das in so ein Kolosseum einbauen, dann vielleicht ein bisschen mit den Römern das Ganze einbauen und das war jetzt ein Vorschlag und der nächste Vorschlag ist halt Deutschland und dementsprechend so ein bisschen diese deutsche Kultur, so ein bisschen Berlin, die Geschichte Deutschlands, was mit der Mauer, also mit dem Mauerfall passiert ist, vielleicht auch die etwas ältere Geschichte, wobei die kann man lässt sich in so einem, Kinderspiel halt nicht so gut umsetzen. Ja, jetzt haben wir hier die Big Men als Gegner, Bowser, König D und King K. Rool. Ja, die können, wenn uns treffen, müssen wir Schaden machen. Oh cool, das ist das Schild sogar. Das kann mir auch gut sein, dass es auch geht. Ja, Bowser hat man schon mal besiegt. Und wie gesagt, das waren so meine Vorschläge. Und mal gucken, vielleicht wird der immer was umgesetzt. So ein bisschen hören die auf einen, aber vieles machen die auch so, wie sie wollen. Und naja, ist halt so, war immer so und wird auch immer so bleiben.
fühlen die Lea Gau besiegt. Jetzt kommt noch King K. Rool. Okay, die Schilder, die werden dann geheile. Oh, das war ein guter Block. Ausgeglichener Kampf. Naja, okay, dann nicht mehr ganz so. Wenn ich treffe, mache ich doch ganz gut Schaden. Ich finde das so geil, wenn er sich rettet mit seinem Propeller. Vor allem, das ist eigentlich auch relativ gut, sich mit dem zu retten. Also King K. Rool lässt sich echt super gut spielen. Vor allem, er kann ihn erstellen und trifft auch gut Schaden austeilen. Nützt ihm jetzt nichts, weil CPU sind hier halt ein bisschen schwächer. Zumal wir jetzt auch nicht auf der höchsten Stufe zocken. Ich habe keinen Bock mehr so oft zu sterben. Aber einfach gesagt, fangen wir bei einer niedrigeren Stufe an, die vorgeschlagen war und gut ist. Aber gerade mit neuen Charakteren, ja, muss man sich ja so ein bisschen eingrooven. Und ich finde, das läuft aber jetzt gerade eigentlich ganz gut. Ich bin zufrieden. Nicht zu meckern. Und Pit sollten wir auch easy, locker hier aus dem Stadion fegen. Dann kommt nochmal Dark Pit. Okay, die unterscheiden sich nicht nur in der Farbe, sondern haben auch oben in dem Bild, ganz oben links sieht man es. Der eine hat diese ja, Krone, wie nennt man das? Dieses Lorbeerblätterkranz rechts und der andere hat die auf der linken Seite. Und jetzt sieht man es unten auch noch besser, wo die Prozentzahlen mit KP stehen. Finsterer Pit. Naja, wenn man fragen würde, welchen findest du besser? Ich finde beide gleich. Gut, schlecht. Der ist ja so ein Charakter. Ich habe früher mal eine Zeit lang habe ich Pit gespielt. Bei Super Smash Bros. Melee. Ne, Melee nicht. Wie hieß das? Brawl. Genau, Brawl war es. Melee war da auch gar nicht vorhanden. Und zwar in dem Subraum Esimer, weil er einfach mal fliegen konnte. Das war teilweise bei einigen Level-Stages, war das halt relativ gut. Und ja, so bist du öfter mal mit reingekommen. War auch irgendwie Tacken cooler noch, als hier mit den ganzen Seelen freischalten, weil hier viele Kämpfe, viele unnützige Kämpfe einfach drin sind. Dann lieber durch eine Welt rushen und so zwischendurch so ein paar kleine Gegner da besiegen. War ein bisschen anspruchsvoller, ein bisschen besser. Aber nein. Hauptsache mal ein Story-Modus wieder reingebracht. Mal Classic-Modus, All-Star-Modus, das ist ja alles Standard, das sollte auch drin bleiben. Alle, die schon immer bei den Serien, also die ganzen Reihen gespielt haben, ist das gut. Okay, hier im Kampfstage gegen Sonic, Mega Man und Pac-Man. Die ganzen Mans. Beziehungsweise Sonic nicht so, aber. Ja. So, dann kommen wir jetzt eben zum Gewinnspiel. Der vierte Buchstabe, der mir vorkommt, ist ein O. Also, bitte notieren: ein O. Ein Obi, oh mein Gott. So, wenn ihr jetzt alle Videos bis jetzt gesehen habt, müsstet ihr vier Buchstaben haben. Diese sind in der Reihenfolge. Wow, den Mund am Kopf gesetzt. Yeah. Also, die Buchstaben in eine Reihenfolge setzen, so wie die Videos veröffentlicht wurden. Das erste Video müsste schwer sein. Und das zweite ist von Mario Sonic. Dann kommt nochmal eine Folge Pokémon Schwert. Und dann dieses Video. Falls ihr jetzt dieses als erstes gesehen habt, dann lasst euch drei Felder frei. Notiert sie euch danach. Und setzt das Ganze in eine Reihenfolge. Warum ich dieses Format so mache und warum das so läuft, ich brauche einfach wieder ein bisschen Watchtime, dass meine Videos etwas länger gesehen werden. Nicht nur viele Klicks habt, sondern auch, dass die länger gesehen werden. Dass die im Ranking ein bisschen steigen, öfter vielleicht angezeigt werden und dass ihr einfach mal seht, wenn ihr noch kaum Videos von mir gesehen habt, einfach mal so ein paar Minuten auch anschaut und einfach seht, okay, der Inhalt, den er macht, ist doch ganz gut, interessiert mich wohl. Ich schaue mal auf Dauer, wenn ein Projekt dabei ist oder wenn was für dich dabei ist, dann schaust du mal wieder vorbei, guckst dir das an und ja, das ist ein bisschen der Hintergrund von der ganzen Sache. Ich habe mir so ein paar Gedanken gemacht und ich fand das eigentlich ganz gut. Und ihr könnt so ein bisschen mitfiebern und vielleicht auch schon rätseln, was es sein könnte. Ich habe schon ein paar Nachrichten gekriegt, da wurde schon die Frage gestellt, ob es vielleicht Nikolaus heißt oder ja, das eine oder andere, sag ich mal. Beantworten kann ich es nicht, aber Nikolaus ist es nicht, weil der dritte und vierte Buchstabe passt ja schon nicht. Und ja, seid gespannt. Noch kommt ihr da, glaube ich, nicht drauf. Ich kann nur einen ganz kleinen Tipp geben. Es hat etwas mit mir, diesem Kanal zu tun. Und ja, wie gesagt, das werde ich ja später dann auch mal auflösen.
wenn dann das Gewinnspiel soweit rum sind, ist. Also ich auch wissen, was das richtige Wort war, ob ihr alles richtig gesehen und in Reihenfolge gesetzt habt. Und dann, wie gesagt, das letzte Video online gekommen ist oder das Lösungswort habt. So, wenn ihr nett hinten raus ist, dann schreibt mir auf jeden Fall eine Nachricht. Und dann seid ihr automatisch in der Verlosung dabei. Und dann wird einer von euch dieses Weihnachtsüberraschungspaket bekommen. Ja, jetzt dieses langweilige Bonusspiel, was das gleiche ist. Das finde ich sehr, sehr schade. Aber wir machen es ja Vollständigkeit halber einfach mal mit. In der Zeit kann man immer noch so ein bisschen erzählen und ja, einfach mit den Charakteren noch so ein bisschen springen üben und gucken, wie er sich verhält. Ja, mit dem Springen, ja, brauchen wir ein paar Tritte, bis er so eine Kiste da kaputt kriegt. Das ist schon ein bisschen doof. So, sicherheitshalber lande ich hier nochmal. Gehen noch ein bisschen weiter vor. Und ja, jetzt bald ist Weihnachten. Und ich habe schon gesagt, eventuell, wenn was geschenkt wird, dann eventuell einen kleinen Zuschuss für meine Webcam. Auf Dauer will ich vielleicht doch mit Facecam dann mal spielen. In diesem Projekt, den ich jetzt angelaufen habe, nicht. Also das spricht Pokémon oder so, dann muss ich nicht mit Facecam kommen. Super Smash Bros. Auch nicht. Das werde ich auf jeden Fall auch noch weiter zocken. Das wird dann auch, wenn Pokémon so ziemlich durch ist, etwas öfter wieder kommen auf dem Kanal. Dann wird nächstes Jahr noch Animal Crossing, New Horizons kommen. Ich habe noch nie Animal Crossing gespielt, deswegen will ich das auf jeden Fall mal zocken. Eventuell noch Luigi's Mansion spielen. Ja, ist zwar nicht mehr ganz aktuell dann, aber trotzdem. Momentan wäre es einfach zu viel geworden. Und dann mal schauen, was noch alles so kommt, wo ihr Bock drauf habt. FIFA läuft natürlich auf jeden Fall auch noch weiter. Und da seid auf jeden Fall gespannt. So, Endgegner. Okay, Finalrunde. Gegen Ryu, Ken und Terry. Also gegen unser Ebenbild. Ja, von dem Ganzen finde ich eigentlich, optisch gesehen, finde ich den Ryu am coolsten. Ja, dann Ken eigentlich und dann Terry. Terry mit seiner, mein Cappy ist ja ganz cool, aber irgendwie mit seinen Haaren, Zopf. Ja, ich weiß nicht. Da finde ich dieses von Goku versteht ja schon irgendwie cooler. By the way, das wäre auch ein geiler Download-Charakter, so also Son Goku oder generell von der Dragon Ball Z oder Dragon Ball GT-Reihe so ein paar Charaktere reinzunehmen. Wäre ganz cool, aber ein bisschen unwahrscheinlich, weil, ja, die Reihe hat halt schon so, wir haben nur 50, das kann klappen. Blau sieht eigentlich auch ganz cool aus, muss ich sagen. Also Dragon Ball, was heißt dieses Go? Wie mache ich das mit B? Nee. Scheiße, 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 scheiße. Mach was, jetzt schützt er sich, verdammt. Ach komm schon. Oh, ein Griff bringt uns um, ich bin kotzen. Naja, okay. 100 Gold sogar. Ja, kaufen wir zurück. Kriegen einfach Punkte abgezogen, aber ist egal. Hauptsache durchkommen. So, dass es mit allen Charakteren noch irgendwann schaffen. Oh, jetzt hat er auch dieses Gold. Was das ist, aber er kommt nicht mehr dazu, es einzusetzen. Genau wie. Ja, damit hätten wir Terry auch durchgespielt. Gut gemacht. So, dann werden wir auch direkt zu unseren Belohnungen kommen. Und zwar kriegen wir Kämpfergeist. Ja, Terry Bohr als Kämpfergeist. Wer von Schlagmann, okay, nichts Besonderes, bisschen Geld, oh, bisschen Geisterpunkte. Okay, nehmen wir so mit. So, jetzt haben wir noch die Möglichkeit, Diddy Kong freizuschalten. Das ist natürlich nicht so gut, weil Terry kann ich nicht so gut spielen, wahrscheinlich in so einer Dschungel- oder Wasserfallwelt, so ist es. Ja, könnte schwierig werden, ich versuche es auf jeden Fall. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, dann lasst gerne einen Daumen hoch da. Falls ihr noch nicht seid, abonniert den Kanal, verpasst ihr auch kein Video mehr, auch bezüglich zum Gewinnspiel. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao. Let's go.
Ende!